Was zeichnet Christen aus? Was hat die Christen damals, die Apostel, die Jünger, die Nachfolger ausgezeichnet? Was hat diesen Jesus ausgezeichnet in seinen Eigenarten, warum man ihm nachfolgen soll? Was zeigte Zeiten von Erweckung im persönlichen Leben, in Gemeinden oder in der Weltgeschichte aus, wenn es so richtig gerockt hat? Ich glaube, ich habe die Geschichte hier mal erzählt, aber es sind ja immer wieder andere Leute. Aber ich bin mit meinen Eltern sehr oft früher in DDR und Rumänien und wir haben Bibeln geschmuggelt. Und das war alles, als 14-, 15-, 16-Jähriger war das eine sehr spannende Zeit, wenn man so über die Schulter guckt. Und mein Vater sagte, verhaltet euch nicht auffällig, die Securitate ist da hinten. Und dann haben wir ein bisschen Turi gespielt. Also so James Bond live, ja. Und diese Geschichte spielt, als eben dieses Glasnost und Perestroika noch eine vollkommen ferne Welt waren. Und es war ein Gottesdienst. Es war ein Sonntagmorgen. Und der Priester, Pfarrer, Pastor hatte gerade angefangen, den Gottesdienst zu eröffnen, als hinten die Türen laut aufschlagen. Und 8 Soldaten mit Kalaschnikows zur Tür reinkommen. Und ungefähr, die meisten Kirchenräume sehen jetzt nicht genau aus wie eurer, aber sie haben zumindest meistens 2 Blocks, ja, wo 8 Ecken sind. Ne? Vorne rechts, links und hinten hoch. Also hier bei A7, bei euch muss man das ja mitzählen hier, bis A1, dann stand hier einer bei A4. Die haben sich aufgebaut, alles eingefroren. Und kaum hatten die sich da einmal durchgeladen, kommt ganz, ganz stolzen Schrittes ein weiterer rein und läuft hier stolzen Schrittes. Offensichtlich für alle, der Anführer von der ganzen Bande. Und sie wussten auch das. Sie hatten solche Geschichten gehört, wo Sonntage gesprengt wurden, wo Freunde, Verwandte möglicherweise, andere Gemeinden mit in Arbeitslager geschafft wurden. Und als der hier vorne ist, macht er ihnen eine Ansage. In 5 Minuten wird jeder, der hier in diesem Raum ist und immer noch dazu steht, erschossen. Und die ersten zerren an ihren Mänteln. Oder nicht, und verlassen den Saal. Einige fangen an zu weinen, beten. 2 Minuten später macht er das Gleiche nochmal, in 3 Minuten, nur dass sie es wissen. Weitere 2 Minuten später, als er das 3. Mal macht, geht keiner mehr. Die Entscheidung war gefallen. Ich frage mich in so einem Moment, wie hätte ich mich entschieden? Ne? Und als dann die Tür, die 2 Hintersten haben dann die Türen zugeschlagen, als die 5 Minuten runter waren, und 5 Minuten können ganz schön lang sein, hat der Anführer jetzt auf einmal mit einem anderen Gestus, mit einer anderen Sprache, eine Bewegung gemacht, wo du dachtest, jetzt entladen sich die Kammern dieser ganzen Kalaschnikows. Aber zu diesem Zeichen haben die alle auf den Boden gelegt. Und dann hat er etwas gebrochen und gesagt, wir sind eine Einheit der Geheimpolizei, ja. Aber wir hatten nie vor, hier jemanden zu erschießen. Aber wir hatten von eurem Jesus, wir hatten von eurem Glauben gehört. Aber wir wollten sicher gehen, dass wir es aus reiner Quelle hören. Aus ungetrübtem Hintergrund. Ich sag nicht, die da draußen kommen nicht in den Himmel. Darum geht es gar nicht dabei. Und ich weiß auch nicht, ob ich drin geblieben wäre oder nicht. Das ist auch nicht der Test. Aber was ist denn ungetrübte Quelle? Quer durch die Bibel, Altes wie Neues Testament, geht es um Reinheit. Und ich meine damit nicht Perfektion. Bei ganz vielen Christen ist es immer so ganz perfekt, alles richtig machen. Sieg ist nur alles glatt. Ja, wir haben vorhin von Victory gesungen. Ja, nee, das ist es nicht. Komme ich dann nachher zu. Was zeichnet Christen aus, uns, die aus ungetrübter Quelle leben, was übrigens meistens nur die anderen schmecken, nicht wir selbst. Das erste Kennzeichen, sie waren auf eine gewisse Weise universell. Nicht nur, weil Pfingsten dann wirklich universell war, weil sogar die Sprachen vermehrt wurden, ne? Und sie wirklich aus aller Herren Länder da gerade in Jerusalem waren. Es spielte keine Rolle, ob der früher mal Jude oder nicht Jude war. Oder ob der sonst woher kam. Klasse und Kaste
Der Auftrag war, geht hin in alle Welt, haben wir vorhin gerade gehört. Alle Völker. Evangelium ist für jedermann. Es gibt so eine kleine Imbalance. Die Verständigeren, die dies wahrscheinlich eher schnallen, werden die Dümmeren sein. Ich mich immer darüber wohlgefühlt. Ist eine größere Tür auf, weil sie es einfacher annehmen. Aber ich kann mich erinnern, dass wir Geschichten gehört haben über die Gründung der Heilsarmee damals, vor 130, 35 Jahren. Und teilweise ist das auch bis heute so, dass so sehr hat Gott die Gemeinde geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Ne? In so eine Zeit ist dann die Heilsarmee gegründet. Da hatte man sich wohlgefühlt, da war das schön. Der Gründer hatte mal den Traum. Da hat er, die Eisenbahn hat noch mehr gewackelt als die zwischen Chemnitz und Leipzig. Ich bin ein gebranntes Kind. Ja, also da konnte man noch besser einschlafen ab einer gewissen. Ne? Und er schlief ein und hat einen Traum von Gott, wo er sieht, wie Jesus mit einem Ruderboot aufs Meer, auf Wellen, wo zwei große Schiffe zerschlagen waren. Und er sieht, wie in dem Traum, wie Leute da an den letzten Balken hängen. Ein Unwetter. Und er nimmt das sein kleines Ruderboot und rudert raus und rettet Menschen und bringt sie an den Strand. Und dann ist jemand da, der gibt denen eine Decke oder was und dann rudert er wieder raus. Und William Booth hat sich da drin genau richtig gefühlt. Wir retten Menschen. Das ist Jesus. Das ist der, der für uns das tut. Und dann macht er so auf, ich weiß nicht, ob er sich Notizen dann für abends die Predigt gemacht hat. Auf jeden Fall schläft er wieder ein. Er dachte, die Botschaft sei fertig, aber der Traum ging weiter. Und dann träumt er, wie Jesus wieder da rausrudert. Und dann, in einem Film würde man sagen, die Kamera schwenkte an den Strand. Und da war dann so ein Setting mit den Geretteten. Und die waren angefangen, ihre Decken. Dann haben sie sich ein Lager gemacht und waren Kumbaya am Singen, also Lobpreis. Keine Ahnung, was sie gemacht haben. Und irgendwann hört er in seinem Traum, wie Jesus ruft und sagt, könnt ihr mir mal helfen? Also so hat er es vielleicht nicht gesagt. Da ging es um Leidenschaft. Da ging es um egal wen. Da ging es, und da ist meine Frage, kriegen wir noch egal wen hier in Penig, Chemnitz, Leipzig oder so mit? Wer von euch kennt einen Alphabeten? Das ist jetzt nichts Schlimmes, wenn ihr jemanden kennt. Ich sage ja nicht, ob du einer bist. Du kennst jemanden? Also ich meine nicht unter Sechsjährige. Wie? Eine Bekanntschaft aus dem Urlaub. Okay. Deutschland hat 6-8% Analphabeten. Theoretisch lebt jeder 12. oder 13. in eurem Umfeld ist Analphabet. Wenn ihr nicht mehr so ein Umfeld habt, könnt ihr diese Leute niemals für Jesus gewinnen. Nur ein Beispiel. Wahrscheinlich auch, weil die schlau genug sind, die sind übrigens nicht dumme Leute, ne? Die schaffen es ein Leben lang, diese Scham für sich zu behalten. Das sind die, die jedes Mal eine andere Erklärung haben, warum sie heute nicht die Tafel bei der Bushaltestelle lesen können. Haben die Brille vergessen, keine Ahnung. Immer lassen sie sich's vorlesen und sowas. Weil es schambesetzt ist, weil es tiefe Not in ihnen ist. Und wir gehen gar nicht bis ran. Oder die nicht zu uns. Und Jesus erleben wie er keinen Unterschied gemacht hat, als er durch die Welt gezogen ist. Da hat er die Frau an dem Brunnen, wo die Jünger schon stiften gegangen waren. Da hat er diesen Aussätzigen angefasst, wo die Jünger auch nicht zu sehen waren. Wahrscheinlich im ersten Fall theologische Schwierigkeiten hatten, im zweiten moralische. Also die Moral der Juden und einen Aussätzigen anfassen, da war einfach eine Woche kein Gottesdienst. Ich meine buchstäblich, er durfte nicht mehr in den Tempel. Was sind wir bereit? Machen wir diesen Unterschied von Klasse und Kaste oder zähl da hinein von Menschen, mit dem wir entweder nicht klarkommen wollen. Das kann jemand aus einem anderen Land sein. Das kann ein anderer mit einer sexuellen Richtung sein. Das kann jemand sein, weil wir da nicht mitreden können, weil der uns immer angiftet. Ich habe keine Ahnung. Jesus hat gesagt, ich komme und ich rüste euch aus. Und eine der Ausrüstungen war, ihr werdet sogar die Sprachen sprechen.
Aber macht keinen Unterschied. Es geht nicht nur um, geht hin bis ans Ende der Welt. Das fällt nämlich manchmal leicht. Da habe ich die ganze Bande, die zu Hause mich nervt, nämlich nicht mehr um mich. Wisst ihr, dass 80% aller derer, die aus der Mission oder Sozialarbeit in der Mission aus solchen Projekten zurückkehren, warum die zurückkehren? Weil sie mit den anderen Christen nicht klarkommen und nicht wegen was anderem. Ich glaube, eins ist, habe ich Vorbehalte gegen irgendwelche Menschen, denn dann kann Gott mich möglicherweise sonst gar nicht dahin schicken. Also ein Kennzeichen für diese Gemeinde Gottes am Anfang und für viele Bewegungen war, sie hatten ein offenes Herz für jedermann und haben keine Rahmen gemacht, durch die manche Leute rein konnten und andere nicht. Catherine Booth, die Frau vom Gründer, hat mal gesagt, wenn die Leute nicht in unsere geheiligten Gebäude kommen, dann müssen wir es halt in ihren Ungeheiligten bringen, also das Evangelium. Oder gar unter den Baldachin des Himmels. Wie oft sehe ich es oder sehe ich es ein, wenn Menschen Schwierigkeiten haben, in unsere Gottesdiensträume zu kommen, weil sie unsere Kultur da drin schon erstickt. Das ist nicht böse gemeint, das ist kein Affront. Aber kennen wir die Augen derer noch? Dazu müssen wir mit denen reden, damit wir ein bisschen was zu tun haben. Ist nicht immer witzig, auch nicht immer leicht. Also ein Kennzeichen ist die Universalität. Kein Unterschied. Sonst engen wir uns ein und ein Stück weit Gott damit ein. Das zweite Kennzeichen, was ich mir aufgeschrieben habe, ist Opferbereitschaft. Da sagst du, ja klar, das musste ja kommen. Ich bin in einem Altenheim groß geworden, sieht man mir gar nicht an. Ich bin auch nicht der Vertreter wie dieser eine Film, wo das Leben so rückwärts läuft. Ne? Das bin ich auch nicht, wäre ich auch ungefähr in der Mitte. Aber da gab es, dieses Altenheim war nur für Christen gegründet. Weil meine Eltern haben im Umfeld gelebt, wo sie dann auch dann da angefangen haben zu arbeiten. Es gab eine ganze Reihe von Christen. Wir haben damals das Spitzwort gesagt, im Pietkong. Also im pietistischen Süddeutschland und Siegerland und ähnliches, die ihre Rentenversicherung nicht bezahlt haben, weil sie glaubten, Jesus kommt wieder, bevor sie Rente kriegen könnten. Das war kompromisslos. Das Dumme ist, sie hatten sich verkalkuliert. Alle diese frommen Menschen haben mich miterzogen. Übrigens, wenn die heute wüssten, dass ich Politiker bin, hätten die damals mehr gebetet. Also nach der damaligen Aufstellung, der Haltung. Ganz viele in den Gottesdiensten dort saßen aber da wie so ein typisches 20 nach 8 Gesicht. Kennt ihr das? 20 nach 8 Gesicht. Und die Botschaft war nicht die, die du vorhin gezählt hättest, ich glaube die Freude am Herrn, ja? Sondern es war die, jeder nehme seine Last auf ich und folge mir nach. Mein Vater hat mal, kennst ja meinen Vater, der hat irgendwann so eine Frau, die immer von der Freude am Herrn ist meine Stärke gesprochen hat, hat sie irgendwann mal angesprochen, das ist richtig, Schwester Erika. Ja, das ist richtig. Wir sprachen damit Brüder und Schwestern an. Ja? Das ist für ein 3- bis 17-jähriges Kind sehr beeindruckend. Also Vorsicht, wenn er mich so nennt. Nein. Schwester Erika, warum ist das so? Das stimmt doch. Ich glaube das. Mein Vater war der Happy Heinrich vor mir. Der hat... Schwester Erika, erklär mir das, ich sehe davon nie was. Da hat Schwester Erika kurz gestutzt und gesagt, Bruder Hans, die Freude ist tief in meinem Herzen. Mein Vater fand das auch lustig, aber hat es nicht sofort so gezeigt. Was ich sagen will ist, Opferbereitschaft darf nicht nur sich dann im Gesichtszug zeigen. Mir gäbe es gern. Ja, also das ist dann... Und dann gleich am Anfang, als Jesus dient, im Anfang von Matthäus, steht, bitte macht nicht noch mehr Opfer, wenn ihr es nur gesehen haben wollt. Und die Ersten, die sehen, wie toll du opferst, sind deine zwei Augen. Und du bist ganz toll da. Nein, die ersten Christen, 9 von 12, es wurde ja noch einer nachbestallt, ne? Bestallen kommt aus der Heilsarmee, also da, ne?
kenne ich diese Begrifflichkeit, da wurde einer nach eingesetzt. 9 von 12 sind im Märtyrertod gestorben. Also Nachfolge Jesu war schon tödlich, auf eine gewisse Weise. Nachfolge von den Nachfolgern Jesu ist wahrscheinlich tödlich. Das war die übliche Folge von Nachfolge Christi. Ich will jetzt keine Angst verbreiten. Ich kenne auch nicht viele Leute, die sagen, ich rechne damit, dass ich als Märtyrer sterbe. Aber wo geht das Christentum richtig los? Jetzt. Ich bin für Religionsfreiheit mit zuständig im Menschenrechtsausschuss. Ich hatte gestern einen jungen Mann in meinem Büro sitzen, jünger als ich zumindest, der ist im Sudan groß geworden, unter der Scharia, als Muslim. Sein Onkel hat in der DDR studiert und hat denen gezeigt, wie Stasi geht. Kein Witz. Andere haben damals dieses Regime mit aufgebaut in seinem Umfeld. Und da hat er sich für Jesus entschieden und musste raus. Nach dem Sudan sollte er jetzt nicht mehr gehen, macht er auch nicht. Aber der geht in viele andere Länder und dient Christen, die Christen geworden sind und vorher Muslim waren. Und er sagt, weiß das jemand, welches Land am meisten gerade sich Menschen bekehren? Wo? In China ist wahrscheinlich die Anzahl richtig und so habe ich gefragt, ja. Aber im Verhältnis zur Bevölkerungszahl ist es wo? Im Iran. Mitten im Iran. Und da geht es richtig duftete Sache. Da schreiben mir immer wieder Leute Briefe und sagen, wenn wir Asylbewerber ablehnen, ne, dann schicken wir die ja in den Tod. Das konnte mir noch keiner untersetzen. Weil ich kann nicht Politik machen, wenn man mir sagt, ja, das, ne, weil die halt Angst haben. Dann schildern die das so. Ich habe Anfang der Woche, oder in den letzten Tagen, eine Zoom-Schalte. Wir kennen ja jetzt alle diese ganzen Zoom-Geschichten viel besser als noch vor einem halben Jahr. Muss ja auch was Gutes rauskommen. Und ich hatte dort Muslime, Widerstandskämpfer aus dem Iran eingeladen zu einer Schalte. Und es waren alles Muslime aus unterschiedlichen Regionen, Minderheiten, die aber im Ausland leben mussten. Einer war in der Schaltung aus Amerika, einer war aus England, einer aus Belgien und einer aus Schweden und so. Und dann sagte die eine was über ihre Region und sagte, und in meiner Region gibt es auch die christliche Minderheit, die dort existiert. Und die gehen immer je länger, je weiter weg. Und als es dann zur Diskussion kam, habe ich sie gefragt, wie ist das denn? Christen und Christen, sind Christen, die Aramäer oder die in der Region zu Hause sind. Dann gibt es auch welche, wie ich höre, die Christen werden. Und dann gibt es auch die wieder als Christen zurückkehren, ne? Aus Mitteleuropa zum Beispiel. Dann hat sie vor der gesamten Bande dort erzählt, also die Christen aus dem Land, die dort ethnisch zu Hause sind, die werden unterdrückt. Die werden richtig rangenommen. Das ist nicht witzig für die, da zu leben. Die anderen werden nicht unterdrückt. Die kriegen Kopf ab. Das hat sie mir als Muslimin erzählt. Und dort wächst der Glaube. Wie verrückt. Und China ist übrigens auch richtig, ganz besonders in den Bereichen, wo es richtig unter die Knute geht. Im Untergrund. Nicht PR-tauglich. Wenn man frisch Christ wird, dann ist man viel bereiter, auch Opfer zu geben. Da ist noch diese erste Liebe, hat man gesagt, oder so ähnliches. Aber ein Test wäre zu fragen, bin ich noch bereit? Bin ich bereit, was herzugeben? Oder darf dieser Gott noch um die Ecke kommen und mich fragen, geh hin und verkauf dann alles und gib den Armen? Könnte ja auch so ein Anspruch sein, du musst ja gar nicht gleich sterben. Darf der das? Oder bin ich jetzt verheiratet und die Frau wird es nicht mitmachen? Oder der Mann? Oder irgendein anderer Lebensumstand. Und ich habe mich eingerichtet. Da ist das Christentum richtig vorne dran. In der Abhängigkeit, in der Alltagssituation von Jesus und wo was auf dem Spiel steht. Das dritte Kennzeichen ist, da muss ich mich öfter mal den Puls fühlen oder den Blutdruck oder was immer,
Das Kennzeichen von so richtig lebendigen Nachfolgern ist Einfachheit. Hat was manchmal mit Opferbereitschaft zu tun. Wie gern teile ich dann auch. Das mit Einfachheit zu tun. Ich glaube, dass ein Leben unter der Führung des Heiligen Geistes sehr mit einem einfachen Lebensstil verbunden ist. Dass ich nicht an so vielen Sachen klebe und er mich tatsächlich führen kann. Erstens mal glaube ich, dass dadurch mehr Ressourcen auch für Reich Gottes Arbeit übrig sind. Das ist aber, glaube ich, nicht die Kalkulation von Gott. Zweitens, weil ich die kulturellen Barrieren sonst gar nicht gar nicht so leicht überspringen kann. Wenn ich alle möglichen Fisomatenten in meinem Leben eingebaut habe, bis ich da jemanden erreiche, der in einem ganz anderen Basen schwimmt, kein Wunder, wenn das nicht zu uns ist. Und drittens, weil die Anbetung von Mammon der größte Gegner für ein lebendiges Herz ist. William Booth, ich bin ja heilsam geprägt, ne, hat mal gesagt, wie können Männer und Frauen Gott lieben, sich selbst verleugnen und für Menschen da sein, wenn sie das goldene Kalb anbeten, indem sie Gewinne erzielen, zu ihrem Lebenssinn machen, anstatt Heiligung. Das ist ein bisschen einfach runtergebrochen, ist mir bewusst. Und wir müssen jetzt auch nicht alle Hutterer werden und nach Kanada ziehen und ein Dorf machen und nur noch das Heu alles selbst. Das meine ich nicht. Und es geht mir auch nicht, einen Lebensstil vorzubereiten. Und ich bin auch kein Fridays for Future-Prediger. Es geht mir darum, zu prüfen, ob uns das nicht belastet. Das dritte oder vierte Ackerfeld in dem Beispiel von Jesus ist, dass das Kraut und die Rüben, die da wachsen sollen, erstickt werden vom Mammon, beziehungsweise von den Sorgen, die sich laufend um die Kohle drehen. Die wird ja manchmal größer, je mehr du hast sogar. Da waren wir eben im Endteil Rumäniens, in einem Abendgottesdienst. Ich konnte kein Rumänisch. Mein Vater wurde laufend übersetzt. Wir waren übermüdet, saßen in der letzten Reihe und gickelten, weil wir alle möglichen Sachen rausgehört haben aus diesem Rumänisch. Meine Mutter saß nicht weit von uns. Sie konnte mahnende Blicke. Mein Vater war zu weit vorne, konnte nicht mehr auf uns Kinder einwirken. Aber sie hatten ein Wort. Also sie hatten irgendwann auch raus, Jesus ist Isus, oder ja, das hatten wir auch rausgehört. Aber quer durch diese ärmste Region und hinterher waren wir noch in so einem Haus, da kamen wir noch zu Gast, haben alles auf den Tisch gemacht, da mussten sie vorher die Hühner vom Tisch machen, weil die da geschlafen haben. Also das war Boden als Erde. Unglaublich. Mulzumesk, 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 Mulzumesk. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Nicht an uns, an Gott. So viel habe ich Mulzumesk, danke, in Deutschland noch nie gehört. Ich halte allerdings es für ein Geheimnis, Danke zu sagen. Und nicht nur gehorsam Danke zu sagen. Ich sage Dank alle Zeit für alles. Okay. Als mein Vater und meine Mutter das eines Morgens in der Andacht lasen mit sich, ja, so sich gegenüber sitzend, haben sie gesagt, Dank. Und mein Vater war ein sehr pragmatischer, du weißt das, sehr. Da steht alles. Alle Zeit. Doppelt absolut. Da kannst du ja immer... Für alles, was, stehst du ja ein bisschen staunend davor. Dann haben sie sich dort bei der Andacht morgens vorgenommen, das machen wir jetzt. Sie waren noch nicht von dem Tisch aufgestanden, klingelte das Telefon. Können Sie bitte in die Schule oder gleich ins Krankenhaus kommen? Ihr Sohn ist gerade die Treppe runter in eine Schere gestürzt. Wir müssen einfach kommen. Ich habe den Riss auch heute noch irgendwo. Also nicht mehr als Riss. Man sieht aber noch, wo es war. Und vom Telefon hat er sich noch an den Tisch gesetzt und hat gesagt, sorry, wir haben doch gerade miteinander versprochen, alle Zeit für alles. Ich blick's zwar gerade nicht, aber das machen wir jetzt. Und so haben sie sich eine Haltung eingebaut. Und ich frage nach deiner Haltung. Und je mehr wir haben, desto mehr haben wir zu wenig. Das ist ein Buch, was der Freiburger Oberbürgermeister mal geschrieben hat. Eine große Wahrheit. Aber das gilt für uns Einzelne. Meistens hilft Einfachheit auf dem Weg mit Jesus. Das vierte Kennzeichen. Bei uns in der Heilsarmee ist das natürlich nachvollziehbar, aber es war Militanz.
Das heißt, ein extremer Ausdruck für Jüngerschaft. Wir sind ja Soldaten in der Heilsarmee. Wir sind ja nicht nur Brüder und Schwestern, wir waren ja Kameraden. Vielleicht war das der Grund, warum ich da eingetreten bin. Dann, wenn wir für etwas uns entschieden haben, das dann auch ganz, kompromisslos, ohne Wenn und Aber. Gerne wie die Omas und Opas, mit denen ich groß geworden bin. Sie haben das so verstanden. Sie hatten übrigens das Rentenversicherung in Deutschland nicht verstanden. Das war die andere Seite. Man zahlt ja für die, die jetzt in Rente gehen und nicht für sich. Aber sie wollten das Geld sofort in die Mission geben. Bevor Jesus wiederkommt, soll er noch mehr Menschen retten. Was du verstanden hast, das tu mit aller Konsequenz. Das meine ich mit Militanz. Es gilt sich nicht laufend, den Kopf zu zerbrechen, so wie du das vorhin geschildert hast. Also jetzt bin ich hier und dann bin ich hier und dann gehe ich mal in die Richtung. Ich hörte mal von einer Jüngerschaftsschule, die Jung mit einer Mission, die hat ja meistens 2,5 Monate Programm, dann hat sie 6-8 Wochen Einsatz und dann sind sie nochmal zurück in der Schule für eine kurze Zeit. Und da kam der Leiter zu einem der Studenten nach 2 Monaten und sie sollten sich entscheiden, geht es in das Land oder das. Und dann dachte ich, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt mit soll. Und dann hat der Mann ihn gefragt, der Leiter, du hattest doch Gottes Rufen verstanden, dass du auf diese Jüngerschaftsschule kommen sollst. Ja, ja, aber da gehört das dazu. Frag doch nicht jetzt nochmal. Wir eiern manchmal immer neu. Der erste Zweifel kommt, habe ich mich verhört? In der Bibel steht, im Glauben wandeln. Dahinter steckt das Verständnis, glaube ich, von Luther, der Sündige hinfort tapfer. Nicht wissend, dass er sündigt. Aber dann geh geradeaus. Tu, was du verstanden hast. Und sag gerne Gott, dass er dir im Rückspiegel ein Zeichen gibt, wenn was falsch liegt. Der darf dich auch ganz demütig werden lassen, indem er sagt, du hast dich verhört. Aber bevor du nicht lauter hörst, was du am Anfang gehört hast, nicht den Kopf irgendwo anders hin. Geh. Im Nebel umzudrehen, um genau zurückzugehen, ist schlimmer, als einfach geradeaus weiterzugehen, aber von mir aus ein bisschen langsamer. Militant waren die. Wahrscheinlich hat das auch dazu geführt, dass der eine oder andere, ich sprach vorhin von Opferbereitschaft, seinen Kopf verloren hat, weil er einfach geradeaus weitergegangen ist. Ihr habt nicht widerstanden bis aufs Blut. Da wird eine Gemeinde in Offenbarung zu angesprochen. Das 5. Kennzeichen war, und das steckt schon in einigen der anderen drin, aber das ist Leidenschaft. Was waren das für Leute, mit welcher Leidenschaft haben die gepredigt? Ich habe einmal in meiner Ausbildung zum Heilsarmee Offizier eine Dame gehört, die hier vorne geredet hat. Und ganz ehrlich, ich weiß nichts mehr, was sie gesagt hat. Das ist in anderen Feldern ein Problem, wenn man nicht mehr weiß, was die gesagt haben. Ich saß da hinten und war durchweg gesegnet. Ich glaube, die hätte die Rückseite von einer Milchpackung vorlesen können. Ich wäre gesegnet gewesen. Die strahlte das, was sie da sagte. Ich war weg. Das heißt nicht, dass das sofort mit jedem von uns, sofort mit jedem anderen Menschen passiert. Aber die waren getränkt, gezeichnet von Leidenschaft. Und die fing an bei der Leidenschaft beim Gebet. Ich weiß gar nicht, ob die mehr gebetet haben als wir, aber wenn sie gebetet haben, war das. Beim Predigen, beim Dienst am Nächsten, sie haben das, was sie taten, mit ganzem Herzen gemacht. Und ich glaube, dass wir weniger tun müssen, um mehr zu erreichen. Aber das dann mit ganzem Herzen. Ich glaube sogar, dass wir weniger beten können, wenn wir das dann mit ganzem Herzen beten. Ich glaube, dass wir weniger gute Taten tun sollten, die dann aber von ganzem Herzen. Und nicht um unsere Strichliste, wie früher die Pfadfinder, abzuhaken. In Heilsarmee gab es den Spruch, Heilssoldaten lehnen kalte Formen vollständig ab und lieben glühend heiße Religion. Das meine ich. Das ist aber nicht Religion im engeren Sinne natürlich.
Leidenschaft für Jesus, die sich dann, wenn sie über Leidenschaft ausstrahlt, dann natürlich wieder füllt. Das sechste Kennzeichen ist, glaube ich, die Veränderung. Da war dieser Jesus, ich habe ja die Geschichte kurz am Anfang erzählt und vorgelesen, da waren die durch mehrere Veränderungsprozesse gelaufen. Und trotzdem standen sie da und haben dann noch gewartet und haben sich dann verändern lassen und gebrauchen lassen. Und jeder auf unterschiedliche Weise. Wenn wir hier 53 Mann im Haus, Frau im Haus sind jetzt gerade, dann sind das heute 53 verschiedene Rufe und morgen sind es vielleicht nochmal 48 andere. So oft sind wir Christen mit unserem Jetzt zufrieden und wollen das jetzt erstmal verfestigen und betonieren. Oder erstmal richtig reinfinden in dieses Jetzt. Und manchmal sind wir dann doch nicht anders als viele Leute in unserer Nachbarschaft. Die Bibel sagt immer wieder, dass Gott möchte, dass sein Volk rein ist. Ich habe gesagt, was heißt das aus ureigenster Quelle? Und dass das die Reinheit des Herzens der zentrale Gedanke ist. Und dass dann eine Prägbarkeit, Empfindsamkeit für seine Fügung und Führung da ist. Veränderung. Und damit meine ich nicht das, was du dir vorgesetzt hast, als das ist Sieg in meinem Leben, wenn ich das nicht mehr mache. Ich will nicht relativieren. Ich will nicht sagen, dass Sünden, die du tust, die mit dir privat zu tun haben, über die du nicht wegkommst, dass das gut ist, dass du nicht drüber wegkommst. Aber die Früchte des Geistes, nach denen du streben sollst und die am Schluss Sieg sind, sind nicht nicht getane Sünden, sondern sie sind Geduld, Friedfertigkeit, Liebe zum Nächsten. Dinge, die durch uns von Gott ausstrahlen in diese Welt. Und wir kleben an dem, ich habe schon wieder gesündigt. Ich rede es nicht klein, aber wir kleben an dem. Und wir wollen rein werden im Sinne von dem, dass wir was besiegt haben, was den Leuten da draußen vorbeigeht. Die wollen sehen, wie wir leben. Und nicht, wie wir christliche Werke besser schaffen als sie. Die wollen erleben, wie Menschen mit einem Scheiß umgehen, den sie genauso im Leben haben wie sie. Und wie sie da drin uns begegnen als Salz der Erde, als Botschafter an Christi Stadt oder Ähnliches. Und nicht, weil wir ein Wunder erlebt haben und uns hat das dann nicht getroffen. Das hilft denen nicht. Sondern die Art und Weise von Geduld und Sanftmut, Liebe, Geduld, ja. Was sind die Früchtchen, die euch fehlen? Die übrigens dann auch die anderen immer zuerst merken, wenn sie uns fehlen. Ich wünsche mir so sehr, dass wir den Fokus verändern, bereit sind zu Veränderung. Und darf Gott uns ansprechen? Darf er uns sagen, du, sprich doch mal die Dame da an, der geht es gerade richtig kacke. Und selbst wenn du ganz blöde Worte gerade nutzt, geh einfach los. Geh einfach hin. Du musst jetzt nicht einen Dienst daraus entwickeln, mit Damen ansprechen. Weil es zweimal geklappt hat. Du musst fragen, was willst du Gott von mir? Ich habe es oft, selbst in meinem Job da jetzt gerade erlebt, wo ich dann in einer Situation auf einmal jemandem dienen konnte. Ich hätte nie gedacht, dass der auf sowas steht. Dass der dazu hört. Und dann sind wir an den Menschen oft nur so stereotyp interessiert. Der hat sein Leben Jesus gegeben. Halleluja, dicke Party. Und was ist danach? Ging es um Beziehung? Jesus, Vater, Heiliger Geist. Das ist immer Beziehung. Dann kommt möglicherweise erst der ganze Scheiß hoch, der in seinem Leben steckte. Und da bist du der ihn zum Glauben gebracht hat. Und dann warst du nicht mehr da. Nachfolge heißt Dasein. Heißt mit durch den Mist gehen. Darf er unsere Moral in Frage stellen? Und jetzt meine ich nicht die ganzen Sünden, die uns sowieso schon immer kniesen. Wisst ihr, wir lassen uns manchmal durch Sünden, die wir begehen, ein 1-0 schießen, ja? Und dann stellen wir uns hin und schießen uns das 2-0 gleich hinterher durch Verdammnis. Viel schlimmer
als wenn wir hingehen und sagen, und nicht leichtfertig, wenn wir hingehen und sagen, Gott, das kriegen wir auch noch hin. Aber jetzt möchte ich dem Nachbarn dienen. Dafür liege ich vielleicht aber sonst drei Tage in der Ecke und gräme mich, weil ich ein schuldiger Mensch bin. Ich habe mich mit mir selbst so erlebt. Darf er noch sagen, dass ein Bettler du doch mal einen reinlässt? Einen von tausend Mal? Darf er etwas anders mit dir machen? Darf er ich habe gerade nach der Moral gefragt, in deine Finanzen reinreden? Darf er in deine Ausbildung reinreden, in deine Romanze reinreden? Darf er mit dem Scheinwerfer vom Heiligen Geist egal was ausleuchten? Die Bereitschaft ist es. Es wird sich jedes Mal einzeln zeigen, ob es dann geklappt hat. Das volle Evangelium heißt diese abhängig vom Heiligen Geist Haltung. Und dann geht es wirklich auch um die grundlegenden Sachen, ob wir die auf die Reihe gekriegt haben und nicht. Hat Gott ein Wunder getan und ist mein Glauben groß genug gewesen, sondern habe ich mir Sorgen gemacht oder nicht? Das, was die ganzen Plänzchen ja zum Eingehen bringt. Habe ich meiner Angst Raum gegeben? Im Reden, im Zuhören. Also wenn wir Angst haben, weil die Leute entdecken könnten, dass wir gläubig sind und was wir dahinter vertreiben, dann schlagen wir fast den iranischen Christen ins Gesicht. Mit so einer Angst. Fünftes Kennzeichen ist Sieg. Und damit nicht der Sieg über diese sündigen Taten, die heute wieder vorgekommen sind. Und das wird auch Begleiterscheinung sein. Daran wird es aber nicht messbar. Das machen wir immer. Wir messen es an dem, wie viel wir besser überwunden haben als gestern. Nein, es ist an den Früchten, werden die Menschen erkennen. Daran zeigt sich der Geist Gottes. Sieg über deine Ängste. Sieg über dein Selbstbewusstsein oder über dein zu wenig Selbstbewusstsein. Denn Demut ist nicht zu sagen, oh, bin ja nicht. Das ist Hochmut. Weil nämlich Gott nicht glaubt, dass du nicht bist. Du hast es vorhin dreimal gesagt, zweimal beim Beten und einmal so, dass wir Kinder Gottes sind. Und nicht mehr hier diese immer stinkenden, immer wieder in welche Fettnäpfchen tappenden Sonstwasse. Sieg heißt, dass die Menschen diese Früchte wahrnehmen. Manchmal merken wir es und manchmal merken wir es nicht. Und da ist es gut, wirklich mit anderen Christen zusammen zu sein, um sich das zu spiegeln. Danke, dass du das war genau treffend. Oder jemandem auch mal ohne Menschenfurcht, das ist auch so ein Ding, sagen zu können, du, das war nicht witzig, da solltest du wirklich mal drauf eingehen. Und du kannst möglicherweise so einem Riesen begegnen, von dem wir gesungen haben, ja, der dir dich dann einmal über den Tisch boostet. Ja, und? Das ist die einzige Religion, dieser Glaube an Jesus Christus, wo uns kein Zacken aus der Krone bricht, wenn wir auf die Schnauze fallen. Oder uns kein Zacken aus der Krone bricht, wenn wir was falsch machen. Ganz kurzes Beispiel. Ich liebe Mathe, ich liebe Zahlen. Ich weiß gar nicht, was ich in den drei Jobs, mit denen ich jetzt zu tun hatte. Ich wollte einfach Informatik, Maschinenbau studieren. Es war wirklich nicht mein Ding. Sozialarbeiter. Und ich hatte eine Sozialarbeiterin, die war Sozialarbeiterin. Die mochte Zahlen nicht. Das ist wirklich am anderen Ende der Skala, wenn du was studieren willst. Also vielleicht noch Theologie. Aber, und dann haben wir im Jugendclub in Chemnitz, hatten wir eine Chance, einen Antrag zu stellen für einen Beachvolleyballplatz im Hinterhof. Und dann hat unser Hausmeister hat das alles ausgemessen und hat gesagt, wir wollen ja einerseits so viel wie möglich kriegen, aber wir wollen es auch nicht kriegen, nur weil wir zu hohe Zahlen da reinschreiben. Ja, du willst es nicht falsch machen. Okay, die hat das also zusammengerechnet mit dem Hausmeister, der hat gesagt, wir machen das Buddeln selber und das machen wir selber. Haben also 15.000 Mark reingeschrieben. Es war also 99 oder waren wir hier, ne? Und dann, bis der Antrag gestellt worden war, war die Euro-Umstellung. Sie hat das nicht mitgekriegt. Die hat da 15.000 Euro reingeschrieben. Der Hausmeister hätte es gemerkt. Ich hätte es aber sicher gemerkt. Aber wir haben 15.000 Euro gekriegt. Wäre ihre Schwäche nicht gewesen, wir hätten die Hälfte vom Geld gekriegt. Gott liebt es, wenn wir als ganze Menschen nicht immer so tun, charismatisches Breitbandgrinsen. Kennt ihr das? Und wenn uns untereinander die Leute schon nicht mehr abnehmen,
was echt ist, weil du immer so bist. Das kann doch gar nicht sein, oder bist du wirklich dieses Engelchen auf der Wolke? Und die Nachbarn nehmen es schon gar nicht wahr. Als wie gehst du mit deiner Schwäche um? Als wie gehst du mit deinem Frustration, mit deiner Depression oder was um? Mit deiner Niederlage? Das ist Größe. Und das spricht Bände. Eine Frau kam eines Abends zurück und war ganz, ganz traurig. Sie hatte nämlich in der Gemeinde eine Frau, die regelmäßig auch zum Hauskreis kam, nicht Christ werden wollte, aber sie findet das toll in unserer Gemeinschaft und so. Finde ich gut. Aber diese Frau, hat ihr erzählt, hatte ein riesen Kackproblem. Und dieses konnte meine Frau ihr keinen Rat zu geben. Sie musste dort aus dem Gespräch und die kam zu mir und sie war ganz todtraurig. 2 Tage später kam meine Frau himmelauf begeistert nach Hause. Ich habe die Laura wieder getroffen. Und die hat mir erzählt, ist es besser geworden? Ist das Problem gelöst? Nein. Aber die hat mir erzählt, was mir richtig geholfen hat, war, dass mir mal jemand keine Antwort geben konnte und dazu ehrlich gestanden ist. Das hat mir weitergeholfen. Geht hin und predigt das Evangelium aller Welt, wenn nötig, mit Worten. Amen. Ich bete noch mit uns. Himmlischer Vater, danke schön, dass du uns, bevor wir losgehen, bevor du uns loslässt auf die Welt, auf unser Umfeld, dass du uns ausrüstest. Das hast du uns zugesagt. Und ich bitte dich, da wo wir die Ausrüstung entweder unterwegs verloren haben oder vergessen haben oder nicht mehr verstaubt ist, dass du uns erinnerst, dass du es mit uns freilegst, dass du erneuerst, dass du reinredest in unsere Herznerven. Und selbst wenn wir fremde Sprachen reden oder wenn wir dulle Sachen machen, wir möchten dir verfügbar sein und dass du da hineinredest und dadurch redest zu anderen. Komm mit deinem Segen, komm mit diesen Früchten, komm mit deiner Geduld, mit deiner Sanftmut, mit deinem Frieden in uns und begleite uns, wo immer wir sind. Amen.